platt gemacht, ja? Du hast den Turm platt gemacht und er sagt einfach nur. Ja, hey. Geil. Guten Tag und herzlich willkommen und Grüße gehen raus an Killerstübchen. Geht natürlich klar. Gucken wir uns das mal an, was Jan hier abliefert. Schön mit Queen Walk angefangen und richtig erstmal die Queen weggerotzt. Erstmal richtig schön die Queen weggerotzt. So läuft das. King als Def verwendet, Magier hinten ran, passt. Aufgesprengt. Wie gesagt, das ist natürlich so eine Situation, wo du halt sagst, naja, da musst du erstmal mit den mit Mauerbrechern rankommen. In den Bereich so zentral schön rein. Ja, aber mit dem Earthquake, easy going. King lebt immer noch, passt. Valkyren am Start. Golem macht genau das, was er soll. Richtig, richtig nice. Ist richtig schön getimter Fight. Setzen sich schön dazwischen wieder und killen alles. Richtig nice. Sehr, sehr schöner Fight vom Jan. Verdient. Verdient auf jeden Fall. Fünf Pokale, schade, sehr wenig. Aber in dem oberen Bereich passt das auf jeden Fall. So, dann haben wir hier den ersten Queen Walk von Star Wars, den er mir sozusagen gönnt oder beziehungsweise widmet. Gucken wir mal. Sollte hier ganz gut laufen. Sollte hier ganz easy sein. Hier kriegt er die Luftabwehr sehr schnell weg, denke ich. Das sollte gar kein Thema sein. Luftfeger steht schlechter, als er überhaupt stehen könnte. Das ist also gar kein Thema hier. Zack, jetzt wird der Riese sich umorientieren, ganz genau. Und da mal die erste Luftabwehr, die down geht, somit keinerlei Gefahr für irgendetwas. Passt also. So, jetzt muss man gucken, dass man eventuell gar nicht erstmal rein, sondern erstmal draußen herum könnte man. Aber er entscheidet sich dafür, komm hier, wir probieren hier mal reinzugehen. Denke ich schon, genau. Jetzt spätestens mit den Riesen, die durch sind, wird die Queen dann auch drinnen rumwildern wollen. Es sei denn, ja, die fällt auch noch. Jetzt geht sie definitiv rein. Und dann läuft das hier. Schön. Und hier haben wir natürlich richtig gut Loot auf jeden Fall. Dann wird sie. Nee, sie wird nicht auf die CB gehen. Die ist da, ist einfach die Mauer noch dazwischen zu groß. Und Rathaus, Tesla und dann Magierturm bestimmt. Und es kostet halt einfach so wenig. Ja, es kostet halt so wenig. Von daher, Daumen nach oben. Zack. Schlechter hätte die Luftabwehr nicht stehen können. Wir haben noch die Ability. Immer noch nicht zünden. Vollkommen richtig. Hättest sogar noch was warten können. Aber alles easy. Richtig gemacht. Passt. Weil hier kriegst du jetzt aufs Maul. Alter, knapp bekistet. Ja, hätte mich auch gewundert. Aber einmal frei. Was willst du mehr? Richtig nice. Passt. Du kommst halt überall hin. Bisschen Loot und Bonus hat Jan. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Nebenbei. Katsching. Aber das schiebe ich hier hin. Weil jetzt braucht er das nicht sehen, weil jetzt seht ihr ja hier extrem viel. Da braucht er die Kommentare selber nicht sehen. Ich lese sie einfach vor. Max Weidele schreibt: Hey Guso, hast du einen Bruder? Es gibt einen YouTuber, der meiner Meinung nach dir sehr ähnlich sieht.
Kanal heißt Hey Aaron oder Hey Aaron, aber ich denke mal, Hey Aaron wird es eher heißen. Ich habe mir ihn selber angeguckt und kann man jetzt so gar nicht so krass von der Hand weisen. Also klar, jetzt auch so frisurentechnisch, dass es dann in die Richtung geht, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten hätte das schon sein können. Aber ansonsten so grundsätzlich nochmal für alle. Ich habe zwei Brüder, einen älteren, einen jüngeren. Und der ältere ist 2 Jahre älter als ich und der jüngere ist 5 Jahre jünger als ich. Und ja, dann schreibt Moritz, ich weiß zwar nicht, ob er einen hat, aber hey, Aaron ist es nicht. Ja, genau. So, und dann schrieb Patrick noch, ja, er hat zwei und die sehen aber ganz anders aus. Ganz genau, vollkommen richtig, die sehen ganz anders. Tim.io schreibt ein Gem-Boost. Ja, das stimmt wohl, der ist wohl da. Hey Guso, wirst du deine Base auch Level 11 Mauern machen? Oder erst wieder alles maxt, bis du auf 11 gehst? Nein. Und ja, genau, Joel hat dann auch geschrieben, ja, will er nicht hochmachen. Und das ist auch vollkommen richtig, weil das mittlerweile einfach abgefuckt ist. Also Kosten-Nutzen steht in keinem, also in wirklich keinem Verhältnis mehr. Wir haben es hier gerade gesehen. Earthquake und du kommst überall rein. Ob es jetzt die 10er Mauer oder ob es die 11er Mauer ist. Vollkommen Banane. Und alleine schon deswegen nicht mehr. Ganz ehrlich. Beziehungsweise nicht mehr als erstes. Also beziehungsweise, wenn ich halt wirklich gemaxt bin soweit. Ich würde halt schon so weit gehen, dass ich sage, okay, ich würde auch gerne wieder die Helden so weit maxen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich schon machen möchte, weil soweit möchte ich mir selber auch wieder in den Arsch treten, auf jeden Fall. Aber ansonsten ist das meiner Meinung nach mit Level 10 Mauern vollkommen ausreichend. Auf jeden Fall. Alles andere ist too much und unwirtschaftlich erstmal. Yannick hat auch nochmal richtig Loot gemacht mit Bartsch. Machen wir mal, ja, können wir auch einfach loslassen. Master of Kurkuma schreibt, du bist echt flott bei der Sache, was die Upgrades in Town Hall 10 angeht. Du bekommst die Bowler-Angriffe echt gut hin. Ich faile da ständig. Wirklich, viel, mach's ein paar Mal mehr, Master of Kurkuma, und du merkst, easy. Wichtig dabei ist, was mir halt auch Abonnenten dann geschrieben haben, von zwei Seiten. Also sprich, nicht alles, ich habe ja auch am Anfang oder teilweise einfach eine Line gezogen und dann die Heiler gesetzt. Quatsch. Ein von der Seite, ein von der Seite, beziehungsweise mehrere halt, so, dass die so raufgehen. Dann kannst du mittig noch was setzen, ist dir komplett überlassen. Du kannst auch sagen, wie in dem anderen Video war es, glaube ich, mit Riesen den Eingang gemacht, beziehungsweise erstmal, dass die Def auf sich ziehen und dann seitlich die Bowler. Da ist dir alles offen. Und wirklich, da kannst du eigentlich nicht viel verkacken. Wirklich. Dann schreibt Chris Nerfer. Allein schon die Thumbnails sind ein Like wert. Vielen, vielen Dank dafür. Das ging darum, um dieses Tesla-Upgrade-Thumbnail. Da habe ich mir auch gedacht, ja, weil so Standard ist halt immer doof irgendwo. Und dann, ja, finde ich auch sehr gut, dass jetzt wirklich so viele positive Sachen da kommen. Das finde ich richtig geil. abgehoben, wie du auf die Kommentare antwortest. Ich denke mal, Peter Sackbauer war, denke ich mal, so ein kleiner Witz. passt. Kannst du vielleicht etwas kürzere Videos machen, bitte? Und jetzt Siegfried Wagner dazu. Guck dir meiner Meinung nach die Hälfte. Wenn du wieder Lust hast, dann kannst du sie zu Ende schauen. Ja, läuft doch. Ja. So kann man es halt machen. Man kann auch einfach den Button drücken, später ansehen. Passt. So, hey Guso, versuche doch, wenn du nicht alle Erdbeben nutzt, also versuche doch, wenn du nicht alle Erdbeben benutzt, nimm doch nicht den aus der CB. Besser für das Spendenverhältnis. Ja.
Ist eventuell, ist ein Gedankengang wert auf jeden Fall. Das stimmt schon. Da hast du recht. Minecraft Muffin. Haut raus. Oh, läuft. Läuft, aber das guckt ihr euch jetzt schön an. Ich guck mir hier die Kommentare an. So, hey Guso, Clash of Clans Deutsch schreibt, hey Guso, bin YouTuber, mache Clash. Kannst du bitte mal mich verlinken und mich ansprechen? Heiße Clash of Clans Deutsch. Und man findet mich, wenn man schreibt, YumarmaTube, habe 60 Abos. Wäre cool, wenn ich in deinen Clan darf. Bin maxed out, Grathaus 8, heiße Marvin 12. So, jetzt gucke ich erstmal in seinen Channel rein. Hat wirklich 60 Subs? Also, das ist schon, muss ich sagen, das ist schon fast das Schwierigste. Da hast du eigentlich schon das Schwierigste geschafft. Das Schwierigste hinter dir. Und dann gucke ich mal, das interessiert mich jetzt selber mal. Kommt, Leute. Gönnen wir uns einfach mal. Wir haben hier einfach mal 1,2 Millionen vom Minecraft-Muffin. Und jetzt gucken wir mal, was Clash of Clans Deutsch hier so an den Start bringt. Hallo und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Das Wir sind hier nochmal Mikrofon mit Bolt brummt heute zusammen mit tierisch. dem Lukas. Ja, hey! Er ist sehr geil. Er ist sehr geil. Stopp. Richtig nice. Das muss man sich ja, das müsste man ja aus dem Video rausschneiden, so. Und wenn dann mal irgendwo was ist. Ja, hey, richtig geil. Hallo und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Marvin, und heute wieder mit dem Lukas. Ja, hey! Und wir wollen jetzt. Sehr geil, dafür schon mal. Stopp, stopp. Ganz ehrlich, dafür gibt's schon mal ein Like. Dafür gibt's schon mal ein Like. Zwei. Und meine Helden sind wieder ready, das heißt. Hier geht ja richtig steil, Alter. Hier geht ja richtig. Ich muss gucken, ich darf nicht so Und. laut sein. Ja, der CK ist jetzt auch zu Ende. Mein Barbarenking ist noch am Heilen. Haha. Oh, ich nehme, glaube ich, diesmal ein paar Magier mit. Wollen wir es in dieser Folge machen, dass wir uns gegenseitig was schicken? Okay. Sofia schickt uns. Ich finde ihn ja so geil. Ja, anfragen. Anfragen. Ich fordere jetzt mal an. Ich mach mal ein bisschen kleiner So. hier. Ich habe gesendet. Egal, habe ich. Ja, so ist besser. Okay. Da seht Wow, ihr. was sind das denn für die? Die sind geil. Boiler. Ja. Okay, dann kriegst du 4 Boiler. 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 Yay. Richtig Was geil. willst du? Oh. 1, 2, 3, 4 und ein Bogenschütze dabei. Du musst du auch anfragen, ne? Bitte? Du musst auch anfragen. Okay, Also, die Sprachqualität vom Lukas ist sogar noch um einiges besser irgendwie, glaube ich. Scheint mir so. Hey, so geil. So, genug geguckt. Richtig geil. Also, das läuft. Das finde ich aber richtig nice. Hey. Zu geil. Ey, das wird er garantiert nicht mit Absicht gemacht haben. Ich fand's aber total geil. Alexander haut 1,8 Millionen raus. Hey! Ja, hey! So geil. Ah. Kleinen Moment. So geil. Und die Geste dazu. Man kann jetzt nicht einfach nur den Ton abspielen. Man muss einfach sagen, zum Beispiel hier, du hast den Turm platt gemacht, ja? Du hast den Turm platt gemacht und er sagt einfach nur. Sehr geil. Also, guck die auf jeden Fall. Guck dir auf jeden Fall mal an, das ist auf jeden Fall richtig geil. Und ich würde dir auf jeden Fall raten, und zwar Clash of Clans Deutsch, mach öfter mit Lukas zusammen, weil das ist eine ne gute Kombo mit euch beiden. Also, das finde ich richtig cool, weil
Ihr scheint nicht irgendwie Angst vor der Kamera zu haben, sondern seid halt nicht so dieses Verklemmte, so, sondern das ist unterhaltsam. Also das ist halt einfach wirklich das Wichtige. Also man sieht es ja halt bei mir. Ich bin ja jetzt nicht der Oberpro. Wisst ihr ja alle selber. Aber wenn man halt irgendwo unterhaltsam ist und natürlich auch Spaß an der ganzen Geschichte hat, dann merkt das logischerweise die Community auch und dann macht sich sowas bemerkbar. Und wie gesagt, wenn du 60 Abos schon mittlerweile hast, ist das Schwierigste, sag ich mal. Weil klar, keiner guckt, seht ihr doch selber. Wenn ihr im Clan schon mal 10 Leute seid, ist das schon mal was ganz anderes, als wenn du da alleine rumsitzt. Fertig, aus. Also, der Anfang ist gemacht, 60 Subs sind da, einwandfrei, vielleicht kommen noch welche dazu. Alleine schon wegen Lukas kommen garantiert noch mal ein paar. Ja, hey, so geil, Alter. Richtig, ah, geil, mir tut schon der Bauch weh, Alter. Richtig, nein, hey. Oh, ich liebe das. Richtig cool. Nee, so soll das sein. Einfach mal der Lacher der Stunde. So läuft das. So, und hier war natürlich kein Lacher der Stunde. Das hat natürlich richtig, richtig los. Aber beim Alex ist man es auch gewohnt. Der liefert einfach ab. Der liefert ab und fertig ist das Ding. So, Altai. Auch richtig nice. Ich gönne euch den jetzt einfach mal. Und guck mal, was hier offen ist. 1, 2, 3, 4 Compartments. Richtig kranker Shit. So, Max Kleineidam. Danke, Huse, für ein neues Video. Deine Videos finde ich total cool und gut gemacht. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und ja, Dankeschön. Luke DSO schreibt, warum gebannt? Bin kein Internetprofi oder so. Ja, das ist bezogen auf dieses mit dem, oh ja, ich werde gebannt, wenn ich Kommentare schreibe. Ja, das brauchst du mich nicht fragen, sag ich mal. Ich stehe da genauso im Wald, direkt neben dir und frag mich, warum? Also wie gesagt, es wäre halt wirklich was ganz anderes, wenn ich halt eben irgendwie bei anderen YouTubern halt hin und her spammen würde und fertig. Klar kann das natürlich sein, dass irgendjemand so lustig war und sich dachte, yay, machen wir uns mal die Arbeit und reporten wir ihn mal, als würde er spammen. Kann natürlich auch sein. Und Google das nicht weiter geprüft hat, aber also auf jeden Fall ist das ein bisschen doof. So, Fabi schreibt noch, gutes Video, like und kannst du mal wieder Bogenchecks machen? Ja, muss auch wieder mal gemacht werden. Ja, ich weiß, mit Bogenchecks muss wieder mal gemacht werden, kommt dann in einem Bogencheck-Anmeldungsvideo wieder und dann passt das. Gusua, wie wird das Zeichen von deinem Clan, von deinem Namen des Clans gemacht? Ich finde das nicht. Das ist einmal das Minuszeichen, dann ein Punkt und dann wieder ein Minuszeichen. Und dann bist du dabei. Jo, das war es schon. Soweit. Miese Branks LP schreibt, ging darum, bei einem Angriff hatte ich 7 Earthquakes verwendet, also plus den einen in der CB, und sagte, ist es nicht viel effektiver, stattdessen nochmal einen Wut bzw. einen Frost mitzunehmen? Ja, aber an manchen Stellen will ich echt zwei Segmente unterschiedlich in der Base halt komplett offen haben und sagen, gut, okay, komm, da will ich durchmarschieren und fertig. Da fühle ich mich dann nicht so eingeschränkt, muss ich sagen. Also von daher, ja, habe ich so gemacht. Und deswegen finde ich das manchmal auch gar nicht schlecht. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, hey! Ja, hey! Haut rein, ich wünsche euch was. Ciao, ciao!